Hallöchen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Ich habe gestern nicht gespült, das werde ich jetzt mal tun. Ich bin schon wieder seit 6:30 wach. Ich lag jetzt irgendwie 3 Stunden noch im Bett. Und ich war gestern einfach total im Arsch. Ich bin ja gestern auch um 6:30 aufgestanden und ich habe keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall war ich um 14 Uhr schon total im Arsch. Hab's dann bis 18 Uhr geschafft, wach zu bleiben. Und hab dann irgendwie 2 Stunden, 2,5 Stunden gepennt. Und ja, dann war ich wieder hellwach, eine ganze Zeit lang. Und bin dann irgendwann heute Nacht ins Bett gegangen. Ich weiß gar nicht wann genau. So zwischen 12 und 2 auf jeden Fall. Und ja, 6:30 bin ich wieder wach geworden. Das heißt, ich werde vermutlich im Laufe des Tages wieder kaputt sein vom Nichtstun. Keine Ahnung. Und ja, ich habe schon meinen Vater angeschrieben gehabt, weil ich halt schon so lange wach bin. Habe gefragt, ob er zufällig einkaufen fährt und mich mitnimmt, weil ich Langeweile hatte. Ich lag, wie gesagt, 3-4 Stunden nur im Bett. Und der fährt aber erst heute Mittag. Das heißt, ich kann heute Mittag mit ihm fahren, wenn ich möchte. Und was ist denn das? Noch Folie auf dem Soda-Stream? Tatsächlich. Ja, kann man dann auch mal erst jetzt abmachen. wobei ich sagen muss, ich habe ja die Mikrowelle von Anja. Und da, Mensch, so spiegelverkehrt ist nicht einfach. Da war auch noch Folie drauf, die ich die Tage da mal abgemacht habe. Und ja, jetzt werde ich, wie gesagt, mal spülen. Es sind immer noch 3 Zitronen da. Und wenn ich die ausgedrückt habe, dann lege ich die gerne auf die Heizung, damit alles schön nach frischer Zitrone riecht. Ja. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Hallöchen, Freunde der Sonne. Wir haben mittlerweile schon, ich glaube, 12:15. Und ich hatte mal wieder eine äußerst bescheidene Nacht. Ich bin gestern Abend um kurz nach 22 Uhr pennen gegangen und bin etwa gegen 3 wieder aufgestanden. Also 5 Stunden Schlaf. Ich habe aber auch nicht durchgepennt. 1-2 Mal bin ich wach geworden. Und ja, bin seitdem also wach. Ja, jetzt plage ich mich noch mit Unterleibsschmerzen rum. Und ich werde jetzt mal ein bisschen Wäsche aufhängen und dann bin ich am Überlegen, ob ich mich schminke und dann den Rossmann Hall filme. Ich weiß es aber noch nicht so genau. Ich nehme eher an, nein. Und meine Haare wollte ich mir gleich noch glätten. Ich habe die gestern einfach nur Luft trocknen lassen. Das hier regt mich immer noch total auf. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann das auch nicht hinters Ohr stecken. Ja, Vorführeffekt, jetzt geht's. Aber wenn ich einen Zopf habe, dann rutscht das immer nach vorne. Weiß der Geier, wieso. Ja, ich werde jetzt gleich noch meine Haare glätten. Und dann mal gucken, was der Sonntag so noch bringt. Den Tisch müsste ich eigentlich mal aufräumen. Das ist auch so eine Lebensaufgabe. Ne? Ich habe das Gefühl, dass der Tisch immer voll steht mit irgendwas. Ich glaube, ich will auch gar keinen anderen Tisch haben, weil wenn ich dann einen größeren anderen Tisch habe, dann stelle ich den auch wieder voll. Ja, und da habe ich keine Lust drauf. Ich werde jetzt erstmal Wäsche aufhängen und einmal durchfegen. Und
ja, mal gucken, ob ich heute noch irgendwas filme. Eventuell gucke ich gleich mal Vlog 31, damit ich weiß, ob ich den hochladen kann. Und dann gebe ich den vielleicht nachher frei. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich weiß gar nicht, wovon ich so rote Flecken im Gesicht habe. Ich habe echt keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall grausam aus. Ja, und darüber brauchen wir ja gar nicht erst zu reden. Ich suche es mir auch nicht aus, ne? Hallöchen, wir haben gerade 10:55 Uhr. Ich habe keine Lust, mich zu zeigen, deswegen filme ich euch einfach mal kurz hier meine Playlist ab. Ich finde, die sagt auch schon wieder viel aus, viel Deprim ist dabei. Das ist da drin, weil es einfach irgendwie momentan mein Lieblingslied ist. Das verbinde ich halt auch so mit so einer Depri-Zeit, dass er es riecht. Und ja, es ist ganz viel Zeugs da drin. Ja, eigentlich ist mir danach einfach nur hier zu liegen, Musik zu hören, zu heulen oder zu schlafen oder so. Aber das ist jetzt nicht drin. Ich muss nämlich auf meinen Neffen aufpassen, beziehungsweise der kommt. Ich muss gar nichts, aber der kommt halt heute hier hin. Und ich will vorher noch duschen und so. Und das werde ich dann jetzt gleich mal tun. Ich hoffe, dass sich mein Gemütszustand dann mal ein bisschen verbessert, denn ich hasse es eigentlich so sehr, eine Rolle spielen zu müssen vor meinem Neffen, beziehungsweise allgemein jemandem vorzumachen, mir geht's gut, obwohl es nicht so ist. Und ja. Aber was muss, das muss. Mein Kameraakku blinkt auch schon wieder. Oh, das ist. Nee, die Speicherkarte ist voll. Ja, die Speicherkarte ist voll. Die muss ich dann gleich auch mal leer machen. Aber das werde ich, glaube ich, erst heute Abend schaffen. Mal gucken. Irgendwann muss ich es auf jeden Fall machen. Und schneiden muss ich dann auch mal wieder ein bisschen was. Und dann will ich nachher auch eventuell Vlog 31 online stellen. Aber das werden wir dann sehen. Hallo, ich muss mich leider beeilen, weil die Speicherkarte immer noch voll ist. Ich habe es irgendwie immer noch nicht gebacken bekommen, die endlich mal leer zu machen. Oh, jetzt kommt auch ein bisschen Sonne von draußen. Jetzt wird es ein bisschen heller. Das war's schon wieder. Ich habe ultra Kopfschmerzen. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt nochmal mit der Handykamera, weil die richtige Kamera gerade aufgegeben hat, beziehungsweise die Speicherkarte voll ist. Ich habe ultra Kopfschmerzen. Ich habe keine Ahnung, wovon. Ich habe genug getrunken. Ich habe noch nichts gegessen, aber davon kriege ich eigentlich seltener Kopfschmerzen. Ich habe jetzt meine halbe Ibuprofen genommen, nee, Ibulysin. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie mir im Hals steckt. Das ist total ekelhaft. Ich hoffe auch, dass die halbe reicht. Ich bin ja kein Fan von Tabletten. Und dann möchte ich gleich mal hier same procedure as every day meinen Tisch aufräumen. Und dann eigentlich auch echt mal die Speicherkarte leer machen. Eigentlich könnte ich auch noch zwei Videos drehen. Immer noch den Rossmann Hall und dann habe ich auch eine ganze Aufgebrauchtüte. Aber weiß ich nicht. Das geht irgendwie gerade nicht. Mein Kopf ist wieder so am Rattern und dann kann ich mich einfach nicht darauf konzentrieren. Und ja, deswegen macht das wenig Sinn. Ich chill mich jetzt hier noch so eine halbe, dreiviertel Stunde auf die Couch, in der Hoffnung, dass die Tablette in der Zeit wirkt. Und dann werde ich mal mit dem Tisch hier anfangen. Und hoffentlich mal die Speicherkarte leer machen. Oh, das drückt schon richtig auf die Augen, ey. Das ist richtig ätzend. Naja, ich hoffe, es ist gleich wieder weg und dann lege ich mal los. Ich muss auch mal mein Handy leer machen, da sind auch jede Menge Videos drauf und das zeigt mir ja gerade auch schon wieder an, dass es in ein paar Sekunden aufhört zu filmen, deswegen kommen wir dem mal zuvor. So, wie ihr sehen könnt, wenn auch sehr dunkel, ich weiß nicht, wieso mein Handy nicht Blitz angemacht hat. Ich habe den Tisch aufgeräumt, ich habe die Latten da hinten grundiert, zumindest zwei Seiten schon mal. Wenn die eine Seite trocken ist, drehe ich sie um und mache den Rest. Wäsche habe ich gewaschen und meinen Schminktisch habe ich ein bisschen aufgeräumt. Da muss ich dann gleich nochmal die Scheibe oben drauf wischen. Und ja, ich warte jetzt, dass die Grundierung trocken wird und dann
will ich den Rest grundieren und dann mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange das in etwa braucht, bis es ganz trocken ist. Vielleicht heute dann noch richtig lackieren. Weiß ich aber noch nicht so genau. Zurechtgesägt habe ich das auch schon, beziehungsweise Papa hatte das eigentlich schon zurechtgesägt, aber der hatte irgendwie ein blödes Sägeblatt und da waren, ja, rechts und links halt, war halt alles schief. Und dann habe ich das gerade nochmal zurechtgesägt. Eigentlich wollte Juan das für mich machen. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache das jetzt mal. Papa wäre das, glaube ich, auch lieber gewesen, wenn Juan das gemacht hätte. Weil Papa Angst um seine Stichsäge hatte. Aber ich habe ihm, wie ich fertig war, ein Bild geschickt und habe ihm gesagt, hier, deine Stichsäge lebt noch. Und ja, Speicherkarte habe ich noch nicht leer gemacht. Ich werde jetzt noch die halbe Kopfschmerztablette, die da am Tisch liegt, nehmen. Denn seitdem ich da rumgesägt habe, habe ich schon wieder Kopfschmerzen. Und ja, dann will ich da in diesem Glas da gleich noch eine Kerze reinmachen. Und dann hoffentlich gleich mal an den Laptop kommen. Aber Wäsche muss ich auch noch aufhängen. Und dann will ich gleich noch duschen und dann noch was zu essen machen. Und ja. Hallo, ich habe es endlich geschafft, auf die Reihe bekommen, die Speicherkarte leer zu machen. Ich kann endlich wieder mit der Kamera filmen. Was jetzt auch nicht so viel mehr Qualität bringt, wenn ich nicht mal Licht anmache. Aber naja. Ich bin schon eine Weile wach. Ich glaube, ich bin um 6:45 wach geworden. Wann bin ich dann schlafen gegangen? Ich glaube um 12:30 eins. Ich habe mega Unterleibsschmerzen. Es kotzt mich richtig an. Ich musste schon wieder eine Maschine Wäsche anmachen. Wenn ihr das davorige und die Maschine Wäsche zusammenrechnet, dann könnt ihr euch vielleicht denken, wieso. Und noch geht es ohne Tablette. Wenn ich einfach nur hier liege, dann ist es aushaltbar. Ich werde jetzt gleich aber vermutlich mal eine Tablette nehmen, denn ich möchte mir noch die Haare glätten und ich habe sie jetzt mal Luft trocknen lassen, weil ich einfach so müde war und keinen Nerv mehr hatte, noch meine Haare zu föhnen. Ja. Grausam. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal glätten und mich eventuell ein bisschen schminken. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, die Kacke hier zu überdecken, weil ich einfach nicht glaube, dass der Haut damit geholfen ist, wenn ich da noch mehr Scheiße drauf klatsche. Aber ich habe Lust, gleich ein Video zu drehen mit dem Hintergrund dann da endlich mal, den man jetzt gar nicht richtig sieht, weil die Softbox im Weg steht. Aber auf jeden Fall mit meinem Schminktisch als Hintergrund. Und ja, ich würde gern mal sehen, wie das aussieht. Ich meine, jetzt wohne ich hier schon eine Weile und habe hier immer noch kein Video richtig gedreht mit festem Hintergrund und so. Und ich würde gerne meinen Rossmann-Artikel gerne mal benutzen. Und deswegen werde ich gleich mal das Video aufnehmen. Und dann nachher endlich mal ein bisschen weiterschneiden. Ich will auf jeden Fall noch Vlog 32 und 33, da muss ich noch ein bisschen was umschneiden. Ich hatte die eigentlich schon fertig, aber mir ist da halt noch was aufgefallen und bla, da muss ich gleich nochmal was rausschneiden. Und dann will ich die eigentlich auch ganz schnell mal raushauen, irgendwie am Wochenende dann das nächste, damit die große Zeitspanne, die dazwischen liegt, mal wieder ein bisschen kleiner wird. Mir hat zum Beispiel gestern jemand unter das Video geschrieben, warum steht denn da 21.09.? Ja, weil es der 21.09. ist. Ich weiß, wir haben schon Mitte November und ich bin auch kein Fan davon, aber solange ich kann es immer nur wieder sagen, das ist das beste Beispiel überhaupt, solange ich an Ostern kein Weihnachtsvideo hochlade, ist echt alles in Ordnung. Und ja, so ist der Stand der Dinge. Dann will ich gleich noch die Latten da hinten lackieren. Ich muss mal gucken. Ich will sie dann auf jeden Fall nicht auf der Zeitung liegen lassen, weil da ja bestimmt auch ein bisschen Lack runterläuft und kein Bock, dass es daran festklebt und ich dann hinterher an den frisch lackierten an den frisch lackierten Latten Zeitung kleben habe. Da habe ich keinen Bock drauf.
Deswegen muss ich da gleich mal noch gucken, wie ich das ungefähr mache. Und Wäsche aufhängen muss ich mal wieder. Aber es dauert noch, bis die Maschine fertig ist. Ja. Ich habe gerade mal nach einem Begabungstest gegoogelt und bin dann hier auf so einen Test gestoßen mit 70 Fragen, habe die dann alle mal beantwortet. Und hier kam irgendwie, ihr Einzeltypberater gehört zum Temperament Idealist. Da gibt es dann auch nochmal so eine mega lange Erklärung zu. Und dann gibt es hier noch so einzelne Kategorien, die in Prozentzahlen ausgewertet werden. Die Stärken und Schwächen ihres Types könnte man ungefähr so einstufen: Empfindung 25%, Denken 25%, Wahrnehmung 42,11%, Introversion 100%, Intuition 75, Fühlen 75 und Urteilen 57,89%. Ja, keine Ahnung, was das jetzt über mich aussagt. Und dann habe ich mir halt noch hier diese Erläuterung durchgelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu viel wird, euch das vorzulesen. Intuition und Gefühl ist die Mischung, die den Idealisten, in Klammern Melancholiker, ergibt. Sie sehen in das Herz der Menschen, suchen tiefe Freundschaften und Interaktionen mit anderen. Naja. Sie leben menschenzentriert. Nein, ich halte mich von Menschen fern. Sie als Idealist befinden sich in einem lebenslangen Prozess des Werdens. Joa. Sie suchen nach einem besonderen Sinn, möchten eine unverwechselbare, besondere Identität haben. Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich lieber klein und unscheinbar und so sein. Sie suchen also ein Ziel. Und das ist anders als bei den anderen drei Temperamenten. Diese haben ein Ziel. Da die anderen Typen ein Ziel haben und dies als natürlich ansehen, verstehen sie sie als Idealisten nicht recht, weil sie nach einem Ziel suchen. Man sagt, Woodstock sei ein gigantisches Idealistenfestival gewesen, das zunehmend durch das massenhafte Dazukommen von Jägern, in Anführungszeichen, gestört wurde. Idealisten haben starke Angst vor Einordnung. Sie haben Angst, verloren als Teil der Masse dazustehen. Überall suchen sie nach Zeichen ihrer eigenen Bedeutung. Sie sind daher voller Leidenschaft, kreativ zu sein. Sie lieben es, anderen Menschen etwas Besonderes zu geben. Sie lieben es, normalen Menschen beizustehen, ihnen zu helfen. Sie geben gerne Rat, sie sind liebevoll und diplomatisch, haben eine einmalige Intuition für Menschen, der sie einfach vertrauen. Sie müssen über menschliche Dinge nicht argumentieren oder Verhaltensgründe sortieren. Sie wissen fühlend. Sie als Idealist leben in der Zukunft, wo das gesuchte Ziel wartet. Sie leben im Möglichen, nicht so sehr im Wirklichen. Sie sind romantisch und begeisterungsfähig. Sie können, wenn sie auf neue Sinne treffen, auf der Stelle die Richtung ändern, was sie zu schillernden Menschen machen kann. Ah ja. Wir sehen sie manchmal als Schmetterling. Idealisten haben eine diplomatische Intelligenz. Idealisten suchen bei ihrer Arbeit nach Selbstverwirklichung, Identität und Integrität. Wenn ihnen ihre Arbeit das nicht bieten kann, werden sie oft von Schuldgefühlen geplagt, da sie dann zur Überzeugung gelangen, dass ihr wahres Selbst weniger bedeutend ist, als es sein sollte. Der Idealist, circa jeder achte Mensch, möchte bedeutende Rollen spielen, möchte, dass seine Beiträge Anerkennung finden. Möchte das nicht jeder Mensch? Die Idealisten streben besonders bei ihrer Arbeit nach Vollkommenheit, in Klammern das vollkommene Kunstwerk, Theaterstück, Roman, Film, Beziehung. Die Arbeit mit Menschen ist den Idealisten wichtiger als alle anderen Temperamenten. Mir ist die Arbeit mit Menschen aber jetzt nicht so. Ja, dann gibt es hier noch so ein Inhaltsverzeichnis, ihre Stärken, ihre Schwächen, meine angeblichen Stärken, persönlicher und charismatischer Umgang mit anderen. Sie sind einfühlend und verständnisvoll, sie sind fürsorglich, enthusiastisch und wortgewandt. Zu ihnen passen alle Tätigkeiten, die die Möglichkeit bieten, sich selbst zu finden. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse anderer und sie bringen die Stärken anderer zum Vorschein. Ihre Schwächen arbeiten in allen kaufmännischen und naturwissenschaftlichen Berufen. Sie haben einen Hang dazu, sich beim Zuhören und Zeigen von Anerkennung zu den anderen zu verausgaben. In Klammern, sie wenden einen erheblichen Teil ihrer Zeit für die Prioritäten anderer auf.
Sie laufen Gefahr, es allen gleichzeitig recht machen zu wollen. Die Branchen, die durch Menschen mit ihrem Temperament dominiert werden, haltet euch fest, Entwicklungshilfe, Lehramt, Kirche, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsabteilung, Kommunikation, andere Menschen, ja klar, Personalbereich. Ja, also, ich finde, das passt alles gar nicht zu mir. Die Kirche schon mal gar nicht, Lehramt auch überhaupt nicht, Entwicklungshilfe auch nicht, Öffentlichkeitsarbeit, das heißt für mich, dass man mit vielen Menschen zu tun hat. Nein, danke. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit schon meine Haare geglättet, habe eine Maschine Wäsche aufgehangen, muss gleich noch eine zweite aufhängen und ja, ich werde jetzt entweder mal lackieren oder mich schminken. Mal gucken. Eins von beiden auf jeden Fall. So, ich habe gerade schnell den Rossmann Hall gedreht. Allerdings blinkt meine Kamera jetzt. Ich würde gerne noch schnell ein Video drehen. Deswegen muss ich jetzt erstmal das Ladekabel raussuchen und dann drehe ich gleich noch ein Video. Ich hoffe, ich schaffe das, denn ich bin eigentlich gleich noch verabredet. Also Juan kommt gleich vorbei und ich möchte ungern Videos drehen, wenn er dabei ist. Ich habe das einmal gemacht mit einem Haul und ja, das war mir nicht so geheuer. Er ist zwar dabei eingeschlafen, aber nee, ich filme lieber irgendwie alleine. Ich filme auch nicht gerne draußen, wenn dann nur, wo mich keiner sieht und ja, keine Ahnung. So, für einen Vlog vor Juan filmen ist gar nicht so mein Problem, das mache ich auch zwischendurch mal. Aber jetzt hier so ein Haul möchte ich nicht unbedingt vor ihm drehen. Vor allen Dingen steht die Couch vor mir. Das könntet ihr also im Spiegel quasi sehen. Und das wollen wir ja auch nicht, ne? Ja. Jetzt gucke ich mal schnell auf mein Handy und dann hole ich mir das Ladekabel. Juan hat mir UBs mitgebracht. Das ist ja nicht süß. So, Freunde der Sonne. Ich bin kurz mit euch in die Küche gegangen, weil ich hier irgendwie gerade ein besseres Licht habe. Den Lippenstift, das war eine Lipcreme von NYX, den ich eben drauf hatte, das war die Farbe Monte Carlo, falls sich irgendjemand fragt. Ich musste den jetzt aber abmachen, weil der nach einer Zeit ein bisschen klebrig wird und getrunken und so. Und da war der halt nicht mehr so toll und ja, es hat sich nicht mehr schön angefühlt, deswegen habe ich den gerade abgemacht. So gefällt mir mein Amu eigentlich heute ganz gut, ist nicht ganz so auffällig und ich war richtig produktiv. Ich habe 3 Videos gedreht, 3, und werde gleich mal alles auf den Laptop machen und dann ja mal gucken. Jetzt spielen Juan und ich aber erstmal eine Runde Spyro, das ist heute rausgekommen und ja, wir zocken dann erstmal eine Runde. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch das auch gekauft habt oder wusstet ihr vielleicht bis jetzt noch gar nicht, dass es wieder rausgekommen ist. HD Remake oder irgendwie so. Und ja, Kamera-Akku muss ich auch schon wieder laden. Also ja, das mache ich jetzt mal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben inzwischen 8.06 Uhr. Ich bin seit 5:45 ungefähr wach und habe erstmal Panik geschoben, weil ich mir einen Wecker gestellt habe und mein Handy war aber aus, weil die Steckdose aus war und das Handy da nicht geladen hat, bla bla bla. Auf jeden Fall bin ich wach, aber ich glaube, ich werde mich gleich nochmal hinlegen. Ich habe echt unerträgliche Schmerzen und ich möchte nicht direkt schon eine Tablette nehmen, vor allen Dingen nicht auf leeren Magen. Und ja, ich bin gerade mal aus Zufall, das kommt nicht oft vor, auf Facebook gelandet und habe mir meine Erinnerungen angeguckt und habe gesehen, dass ich heute vor 7 Jahren bei Paul Panzer war und vor 5 Jahren bei Serdar Somuncu. Voll lustig, dass die beiden Ereignisse am selben Tag in verschiedenen Jahren waren. Serdar Somuncu war echt richtig, 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 richtig geil. Ein sehr gelungener Abend mit dem Propheten, habe ich auf Facebook geteilt.
Und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich habe gestern Abend noch einen Vlog geschnitten und werde gleich auch noch einen Vlog schneiden und meine Speicherkarte aufräumen. Ich kann gar nicht glauben, dass ich gestern so produktiv war und drei Videos gedreht habe. Drei Stück. Könnte ich das vorstellen? Das ist voll viel für mich. Und dann habe ich nebenbei noch gevloggt und das, obwohl ich eigentlich echt heftig Unterleibsschmerzen habe. Und ja, war eigentlich ein guter Tag. Und ja, jetzt muss ich mal fix um mein Handy, denn gleich haben wir 8:08 Uhr. Leute, ich komme mir vor, als wäre ich im Kindergarten basteln gewesen. Das geht doch irgendwie gerade nicht 100 pro ab und ich habe keine Lust, da 100 Millionen Jahre das Wasser laufen zu lassen. Ich habe auf jeden Fall jetzt die 6 Latten fertig lackiert. Ich habe mit 2 davon auch schon was gemacht. Ich habe da Glitzer drauf gekippt und so, beziehungsweise drauf gestreut. Okay, sieht aus, als hätte ich es einfach nur so drauf gekippt. Ich bin nicht so begeistert davon. Ich weiß auch noch nicht so recht. Eigentlich wollte ich sie mir übereinander da hinten. Kann ich euch das zeigen? Da hinten hinhängen. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht schraube ich die auch zusammen, sodass es wie so ein Regal aussieht oder so. Mal gucken. Machen wir uns nichts vor. Es wird nicht schön werden. Es soll einfach nur. Ja, es sollte schön werden, aber es wird nicht schön werden. Es ist einfach praktisch. Ich habe ein Regal und ja, ich habe Sachen wieder verwendet, die andere Leute weggeschmissen hätten. Upcycling. Und ja, jetzt werde ich erstmal meine Hütte hier von dem ganzen Glitzer befreien und den Lack zumachen. Danach ziehe ich mich um und dann schneide ich ein bisschen Video. Leute, ich meine, ich hätte es letztens schon mal in einem Vlog erwähnt. Es könnte auch sein, dass es in diesem oder im ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann mal was über Plastik, gelbe Mülltonne und so ein Shit erzählt und habe halt letztlich gehört, dass eigentlich alles an Plastik. Ich habe es immer so gemacht, wenn da zum Beispiel Lebensmittel drin waren, dann habe ich es halt in die schwarze Tonne geschmissen, weil ja Lebensmittel drin sind oder drin waren und noch Rückstände von Lebensmitteln drin sind. Und habe aber jetzt letztlich gehört, dass der grüne Punkt kein Muss mehr ist. Also die Hersteller können selbst entscheiden, ob sie das auf die Verpackung drucken oder nicht. Und jetzt frage ich mich, die Weichspülerpackungen, die sind ja alle aus Plastik, kommen die jetzt alle in den gelben Müll? Da ist nämlich kein grüner Punkt drauf. Ich habe jetzt auf 2 oder 3 verschiedenen geguckt und ich sortiere gerade meine Aufgebrauchtüte aus, weil ich die Tüte gerne behalten möchte, um die immer wieder zu benutzen. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich tue es jetzt einfach in Gelb. Okay, ich glaube, die Frage hat sich geklärt. Hier auf der Kuschelweichpackung steht nämlich Umweltinfo. Die Kuschelweichflasche gehört zu den leichtesten Weichspülerflaschen in Deutschland und ist zu 100% recycelbar. Das schont unsere Ressourcen und unsere Umwelt. Die Flaschenform ermöglicht optimal bla 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 bla. Freunde, 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 ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich heute so produktiv war. Ich habe nochmal 2 Vlogs neu geschnitten, weil da halt ein paar Sachen drin waren, die ich raushaben wollte. Das habe ich geschafft. Ich habe angefangen, Vlog 36 zu schneiden. Ich habe alle Dateien auf die Festplatte gemacht, alles richtig sortiert. Und ja, das hat jetzt echt irgendwie Ewigkeiten gedauert. Schon allein die Vlogs, ich glaube, das waren irgendwie 1,5 Stunden, die ich mir nochmal angucken musste, damit ich weiß, wo ich was rausschneide, bla bla. Und dann hatte ich eben, während Magix exportiert hat, nochmal Magix aufgemacht, um in der Zeit schon mal weiter zu schneiden. Aber das macht der Laptop nicht immer mit. Und eben war es halt so, dass er es nicht wollte. Und deswegen konnte ich leider nicht weiterschneiden, sonst hätte ich noch ein bisschen weitergeschnitten. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich morgen Vlog
32 online stellen werde. Sonntag Vlog 33, damit wir jetzt mal wieder ein bisschen die Zeit aufholen quasi. Und ja, ich weiß nicht, ob ich gleich Vlog 36 weiterschneide oder ob ich lieber den Rossmann-Haul schneide oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber ich habe gerade echt Lust da drauf und ja, das lenkt mich so ein bisschen von allem ab. Guten Morgen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Vor einer Dreiviertelstunde ist ein neuer Vlog online gegangen. Yay. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich bin seit etwas mehr als einer Stunde wach. Wir haben jetzt 10.12 Uhr. Und ich habe immer noch saumäßige Unterleibsschmerzen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir erstmal ein Brot mache und mich dann noch hier hinlege und irgendwie eine Folge Orphan Black oder so gucke. Und wenn meine Schmerzen dann noch nicht weg sind, werde ich mal eine Tablette nehmen. Und ich möchte mich gleich unbedingt den Wäscheständer abräumen und den mal wegtun. Sieht nämlich ultra scheiße aus, den immer da stehen zu haben. Ich hasse das, aber wo soll ich ihn sonst hinstellen? Und ja, dann gleich wie immer den Tisch aufräumen. Obwohl ich muss sagen, er ist gar nicht so vollgestellt, aber es ist halt ein Glastisch und man sieht jeden einzelnen Fingerabdruck da drauf und das ist echt nervig. Nie wieder Glastisch. Aber er war halt besser als gar nichts haben, so, ne? Also lieber ihn als keinen. Und dann werde ich mich gleich noch hier hinsetzen und die anderen Videos schneiden. Mir ist aufgefallen bei dem Schminkvideo, ich habe euch ja auch hier meine Etagerie in dem Schminkvideo gezeigt, aber ich habe euch jetzt nicht gezeigt, dass ich da auch noch jede Menge Nagellacke in Kisten habe, weil ich mich mit denen halt auch einfach so gar nicht so richtig beschäftige. Und ja, deswegen habe ich euch das in dem Video nicht gezeigt. Und auch nicht meinen Vorratsschrank da hinten. Weil dann hätte ich den erstmal richtig aufräumen müssen. Also Sachen da rausholen, die gar nichts damit zu tun haben. Da liegen halt auch die ganzen Buchstaben von der Lightbox drinne und ein alter Schlüssel und keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich euch das jetzt nicht gezeigt. Aber das habe ich euch ja auch eigentlich schon im Detail, außer der Inhalt der Boxen, im Roomtour-Video gezeigt. Ich habe gestern beschlossen, ich habe ja meine Tage und wenn ich meine Tage habe, dann werden meine Haare so ultra schnell fettig. Und die waren ja gestern schon fettig, obwohl ich sie vorgestern gewaschen habe. Regt mich voll auf. Deswegen habe ich meine Haare gestern nur mit Shampoo gewaschen. Eigentlich wasche ich sie immer mit Shampoo und Spülung und dann so eins, zweimal die Woche auch eine Kur. Aber ich habe mir gedacht, komm, die Spülung sparst dir, denn du musst ja spätestens morgen wieder deine Haare waschen. Jetzt geht's eigentlich. Die sehen noch recht frisch aus. Das hier passt halt alles nicht in den Zopf, ne? Das ist grausam. Ja, das werde ich nachher dann auch mal aufmachen und glätten und so. Und dann mal gucken. Morgen fahre ich wieder mit Papa einkaufen. Mal gucken, wo wir diesmal hinfahren. Und dann werde ich auch mal Pfand mitnehmen. Ich glaube, ich habe schon 3, 4 Wochen kein Pfand mehr weggebracht. Das türmt sich da also. Das muss weg. Ja, jetzt werde ich mir mal eben fix ein Brot machen und dann lege ich mich hin. So, den ersten Heulkrampf war heute dann auch schon wieder erledigt. Kleine Planänderung. Ich muss jetzt gucken, dass ich so bis 2:30 fertig bin. Dann kommt Anja mich nämlich abholen und dann fahren wir zusammen nach Poco. Und ich hoffe, der Laden ist dann noch nicht so voll. Und dann wollen wir eventuell einen Herdumbauschrank holen. Ob wir, ich sage eventuell, weil ich ja nicht weiß, haben die welche da, wie viel kosten die, bla bla bla. Abwarten, das werden wir dann gleich sehen. Und ja, also habe ich jetzt bis 2:30 Zeit, meine Schmerzen wegzukriegen, mich irgendwie
fertig zu machen. Und ja, ich habe Anja eben auch geschrieben, also sie hatte mir vorhin schon geschrieben und ich bin da aber gar nicht drauf eingegangen. Ich habe ganz viele WhatsApp-Chats wieder auf stumm gestellt und habe ihr dann geschrieben, dass es mir leid tun würde, aber ich könnte gerade einfach nicht. Und ja, dann hat sie gefragt, was los ist. Ich habe es aber halt nicht mitbekommen, weil ich ja, wie gesagt, voll viele Chats auf lautlos gestellt habe. Eigentlich alle relevanten, wenn ich ehrlich bin, außer denen von Juan. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie mich eigentlich nur fragen wollte, ob ich mit nach Poco möchte. Und ich habe ihr dann geschrieben, ja, würde ich machen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass wir über nichts reden. Also natürlich können wir reden, aber nicht über Post, E-Mails, keine Ahnung was. Ich kann gerade echt keinen Druck ertragen. Und ja, auf jeden Fall ist das jetzt so unsere Abmachung. Und dann fahre ich nachher mit und dann mal gucken, was Poco so da hat. Der Sonne, ich bin wieder zu Hause. Zum einen habe ich ein Glas selbstgemachten Apfelmus mitgenommen von Anja. Was ist das, in einem Gewürzgurkenglas oder so? Dann wollte ich euch noch zwei neue Sachen zeigen, die ich von Anja bekommen habe. Hallo, unter anderem das hier. Das ist halt so ein Tür-Luft-Durchzugs-Stopp-Ding. Weiß der Geier, wie die richtig heißen. Und ja, er ist mit LED-Lichterkette beleuchtet. Keine Ahnung. So sieht es jedenfalls aus. Ich finde es ganz süß und schön und keine Ahnung. Ich freue mich, auch wenn es wirklich so mit Licht muss nicht sein. So, ne? Aber naja, ich bin froh, dass ich es habe. Den Sack dahin tue ich gleich wieder in den Koffer, wenn ich den leer geräumt habe und darf man eigentlich auch keinem erzählen, dass dieser ganze blaue Sack mit BHs voll ist, die man einfach nicht mehr anziehen kann, weil überall die fucking Bügel rauskommen. Zum Kotzen. Eine Fußmatte. Dann habe ich jetzt dank Anja, wie ihr sehen konntet, auch endlich eine Fußmatte. Und ja, das ist jetzt, muss ich ehrlich zugeben, so ein Teil, wo ich nicht so wirklich Wert drauf lege. Und ja, jetzt hat Anja mir aber eine gekauft. Ich habe mich sehr gefreut, war eigentlich ein ganz schöner Tag dafür, dass es mir heute Morgen so kacke ging. Wir sind gerade eben noch was essen gegangen und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und werde den Koffer jetzt gleich mal auspacken. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeugs. Also, ich finde es gut, dass mir überhaupt aufgefallen ist, dass ein wirklich, wirklich großer Teil Nagellacke fehlt. Ich habe aber allerdings gedacht, dass die Nagellacke, die fehlen, nur die von Catrice wären. Aber da sind noch jede Menge andere Lacke zwischen. Ja, das werde ich gleich mal ausräumen. Und ich habe endlich 3D-Brillen gefunden. Ja, das heißt, ich kann endlich 3D gucken. Ja, das mache ich jetzt erstmal. Und dann werde ich gleich mal Juan schreiben, dass ich wieder zu Hause bin. Mal gucken, was er so macht. Und dann werden wir mal sehen, was das Wochenende so bringt. Ich habe jetzt angefangen, alles auszuräumen und habe mir überlegt, ich wollte ja eigentlich, wenn ich die Latten lackiert habe, wollte ich mir die ja eigentlich hier hinhängen, hier vorne. Aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die ins Regal, ins Billigregal reinlege, so als eine Art Treppe, damit ich da meine Nagellacke draufstellen kann. Ich räume das gleich mal ein, guck mal, wie das aussieht und dann muss ich das auch nochmal filmen für das Beauty-Ecken-Gedöns-Video, weil das ja dann wieder was sehr Neues ist,
ja, das verändert sich ja jetzt irgendwie wieder sehr. Und deswegen muss ich das dann nochmal filmen und ja, das Video dann nochmal exportieren lassen. Aber naja, ich habe meinen Papa jetzt mal gefragt, ob der mir noch so ein paar Dinger zurechtschneiden kann. Und ja, dann brauche ich nochmal irgendwie 14 oder so. Der wird vermutlich die Krise kriegen. Aber ja, dann will ich nämlich auf zwei Regalböden so stufenweise die Nagellacke hinstellen. Ich glaube, das wird ganz schön. Und ja, ich probiere das jetzt erstmal. Ah, eine Sache noch vergessen. Ich habe übrigens schon einen Teil für Juan zu Weihnachten bekommen. Ja. Und ich hatte mir die Tage leere Streichholzschachteln bestellt, weil ich zwei Adventskalender machen möchte, einen für Juan und einen für Julien. Und ich habe aber eben nicht in den Briefkasten geguckt. Ja, dieselbe Leier wie immer, ne, dass ich nicht kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Sachen schon angekommen sind, die ich bestellt habe, weil die werden eh bei der Post landen. Ja. Das ist scheiße. Aber ich habe ja noch einen Augenblick, anderthalb Wochen ungefähr, und dann müssen die fertig sein. Freunde, mittlerweile haben wir 21 Uhr und ich würde sagen, dass Geister. Ich würde sagen, dass ich so weit fertig bin. Ich habe nochmal das Regal hier hinter mir umgeräumt. Ich zeige euch das mal eben. Ja, da oben ist eigentlich so alles geblieben, wie es ist. Ich habe noch das Massageöl dahingestellt. Das sind halt zwei zu Flaschen. Ich habe gedacht, zur Deko kann es erstmal da stehen bleiben. Dann habe ich die beiden Laternen nach hier oben gestellt. Ich mache mal das Licht an der Kamera an, dann seht ihr die Schatten nicht so. Und dann hier der Serviettenhalter, weil ich endlich die Postkarten wieder gefunden habe. Ich habe es jetzt nochmal so ein bisschen aussortiert. Es tut mir zwar leid, Postkarten von Alltagsleben Jüngern wegschmeißen zu müssen, aber da sind halt Karten bei, die an Palter waren und die. Was soll ich damit, ne? Ich habe hier ganz vorne die Karte von Mirja aus dem Disneyland und eine Karte, die ich mal von meinem Neffen bekommen habe. Und ja, hier seht ihr mal die Anzahl. Also es hat sich echt gehäuft. Schade, dass wir sowas nicht mehr machen können. Dann ja, habe ich hier, habt ihr vermutlich dann auch schon in dem Schminktisch, Beauty, keine Ahnung was, weiß der gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Also es ist auch so ein Problem gerade für mich, weil es ist ja nicht nur meine Schminkecke. Wie nenne ich das dann? Ich habe keine Ahnung. Schminktisch plus Inhalt, Beauty, ich habe keine Ahnung. Ja, hier auf jeden Fall meine Hertzboxen, die habe ich auch gefunden. Und ja, habe erstmal Glossyboxen dahingestellt. Ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Das ist auch eigentlich alles so geblieben, wie es vorher war. Und ja, hier oben waren eigentlich. Nee, das ist nicht so geblieben, oder? Ich glaube, die DVDs waren noch eine höher. Also das hier war eigentlich hier. Und da, wo jetzt die DVDs sind, waren eigentlich die Serien. Die sind jetzt aber nach ganz unten gewandert. So. Ja, dann habe ich hier die Dachlatten reingelegt und habe mir da quasi wie so eine Treppe für Nagellacke gebastelt. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen Bastelzeugs gefunden, das habe ich da unten einsortiert. Und hier, das hier hatte ich gefunden von Hussel, diese Lippenstifte, die ich mal von meiner Schwester bekommen habe. Und dann habe ich die Etagerie ein bisschen umgeräumt und das Regal. Da ist jetzt eigentlich nicht so viel passiert. Ich habe halt einfach Kartons umgeräumt und ja. Da sind jetzt halt einfach ein, zwei Kartons weniger und Nagellacke umgeräumt, sowas eben. Ja, ich bin soweit zufrieden und fertig für heute. Ich muss gleich noch die Couch wieder zusammen machen, weil ich habe Kartons von Produkten, die ich schon in Benutzung habe, in den Bettkasten geräumt. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin tun soll. Es gibt halt so Sachen, so zum Beispiel von dem SodaStream, den Karton, das möchte ich ungern wegschmeißen. Und ja, das habe ich noch gemacht. Deswegen muss ich die Couch gleich noch zumachen.
Hallöchen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Wir haben gerade 20 nach 8 ungefähr. Ich bin seit etwas mehr als einer Stunde wach und habe schon direkt gemerkt, dass der Tag heute richtig beschissen wird. Ich weiß auch nicht wieso, das ist einfach so ein innerliches Gefühl, Intuition. Ich habe das voll oft, dass ich irgendwie merke, dass was richtig für mich Krasses passiert. Und ich merke das einfach, ich kann das nicht mal beschreiben. Ja, und meistens trifft das dann auch ein paar Tage später zu. Und ja, auf jeden Fall geht es mir heute kacke. Ich bin auch direkt wieder hier hoch ins Bett gegangen, nachdem ich auf Klo war. Und ich werde vermutlich auch heute hier bleiben. Ich hatte dafür ein richtig, richtig schönes Wochenende mit Juan. Es war echt richtig, richtig schön. Und ja, keine Ahnung. Erst kommt was richtig Schönes und dann kommt wieder voll der Absturz und total nervig. Ich habe es auch am Wochenende sein gelassen beim Schneiden. Ich wollte eigentlich noch ein Video für diese Woche schneiden, aber ich habe es nicht getan. Mal gucken, ob ich das heute Abend irgendwie schaffe, denn irgendwann muss ich ja mal hier runterkommen. Ich muss doch eigentlich mal spülen und meine Küche aufräumen, und aber das ist mir gerade alles total egal, echt. Es gibt irgendwie Wichtigeres, mein Wohlbefinden, als eine aufgeräumte Küche. Ich habe gestern schon auf Instagram hochgeladen, Anja war so lieb und hat mir Sauerbraten mit Nudeln, Klöße und Rotkohl vorbeigebracht und es war so lecker. Der Rotkohl war nicht so ganz meins, das habe ich ja auch schon geschrieben, aber sonst war das Essen echt richtig, richtig, richtig gut und ich habe mich voll gefreut. Und die Schüsseln davon, die muss ich nachher auch noch spülen. Ja. Na gut, Freunde. Ich werde mir jetzt erstmal Musik anmachen, mich nochmal hier hinlegen, in der Hoffnung, dass es vielleicht gleich irgendwie besser ist in meinem bekloppten Kopf. Und ja, vielleicht sehen wir uns später. So, Freunde der schlechten Unterhaltung, mittlerweile haben wir fast 2:30. Und ja, ich habe mich langsam berappelt. Ich habe eben ungefähr 1,5 Stunden mit Dina telefoniert. Hallo Muschi, fühl dich lieb gegrüßt, wenn du das hier sehen solltest. Und habe mich jetzt dazu entschieden, mal eben die Küche zu machen. Ich werde als erstes spülen und dann werde ich den zweiten Regalboden abräumen. Denn, ich zeige es euch einfach mal eben, den einen Regalboden habe ich eigentlich die Tage schon leer geräumt. Und zwar den hier. Gleich will ich den noch leer räumen. Ihr seht es vielleicht da schon. Also das war eh immer so ein bisschen tiefer. Aber mittlerweile ist es halt sehr viel tiefer. Und ich habe die Befürchtung, dass die Auflaufform für diese eine Seite zu schwer ist. Ich weiß nicht wieso. Sie stand halt zur einen Hälfte auf dem einen und auf dem anderen Regalboden. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Schrauben wir hier genommen haben, bla bla bla. Das will ich mir gleich mal angucken und eventuell andere Schrauben da rein machen. Denn wir haben Holzschrauben genommen und ja, klar sind Holzböden und eigentlich auch Holzwände. Aber ich habe halt sehr schwere Sachen da drauf stehen. Und ich glaube nicht, dass einfache Holzschrauben dafür gedacht sind. Also Papa meinte auch, ich soll damit vorsichtig sein, könnte sein, dass sie mir abbrechen. Und ja, jetzt scheint es anscheinend so weit zu sein. Und um das Regal abzumachen, muss ich aber das andere freiräumen, damit ich das auch rausmachen kann. Und das werde ich jetzt gleich mal eben alles tun. Ich kann ja schon mal das Besteck einweichen. Das ist echt das Ekelhafteste, was es gibt. Also ich hasse Spülen ja sowieso wie die Pest. Aber Besteck spülen finde ich richtig ekelhaft. Dann habt ihr vielleicht gerade hier im Hintergrund gesehen, eigentlich steht die Heißluftfritteuse immer da drauf. Da steht jetzt mein Spülzeug. Ich muss die Heißluftfritteuse einschicken, beziehungsweise Juan muss sie einschicken, weil er sie halt mit seinem Amazon-Konto gekauft hat. Und
Ja, auf jeden Fall. Ich war eigentlich sehr zufrieden damit. Ich bin jetzt auch letztlich gefragt worden, was für eine Marke, bla 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 und so. Aber ich will mich dazu noch nicht so genau äußern, weil ja, jetzt halt kaputt, ne? Und klar trifft sich für das Review-Video auch super, dass ich direkt den Kundenservice testen kann. Aber es regt halt auf nach 2 Monaten, ne? Vor allen Dingen für den Preis. Ich habe übrigens von SodaStream den Cola Zero probiert. Ich finde ihn okay, aber jetzt auch nicht so geil. Ich habe gestern mal eine Flasche damit getrunken, aber eine reicht dann auch. Und bin dann auf Wasser umgestiegen. Ich glaube, ich habe gestern echt über 2 Liter getrunken. Ich meine, die kleinen Flaschen von SodaStream hätten 0,7 Liter. Und ich hätte so 3 Flaschen ungefähr getrunken. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Ich werde jetzt erstmal spülen und wieder Musik anmachen. Ne, die kann ich ja nicht laufen lassen, wenn ich filme. Und danach werde ich mich dem Wohnzimmer widmen. Wäsche muss ich auch noch aufhängen. Und dann sieht gleich endlich wieder alles schicki aus. Also es ist jetzt eigentlich auch nicht irgendwie ultra dreckig oder so, aber es ist halt großig. Schon alleine die Couch sieht halt scheiße aus, weil sie auf ist. Die werde ich gleich mal wieder zumachen. Und ja, dann sieht das hier alles schon wieder ganz anders aus. Freunde, hatte ich euch das eigentlich erzählt? Ich hatte ja in Vlog 32, war das, glaube ich, die Hallorenkugeln in Typ Zuckerwatte und Popcorn gezeigt. Es war ja eine Limited Edition. Und Sassi, Black is the Happiness, hat unter mein Video geschrieben, ah, gib die her, ich will die auch. Und an dem Tag, wo sie das Kommentar geschrieben hat, war ich zufällig unterwegs und habe ihr eine Packung gekauft. Ich habe das dann später in meiner Instagram-Story hochgeladen und sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe ihr gesagt, ich schicke das so in 2, 3 Wochen los. Ich versuche es in der ersten Dezemberwoche, ich weiß es aber noch nicht so genau. Ich gebe ihr dann auf jeden Fall vorher nochmal Bescheid. Sie fing dann an von wegen, ja, sag mir, was du dafür kriegst. Und das war eine 99-Cent-Schachtel. Und du hast Glück, dass sie sie überhaupt noch hatten. Das war die vorletzte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dir eine Freude machen konnte. Und ja, vielleicht schickt Sassi uns ja auch ein Bild, wenn ich ihr das Paket geschickt habe. Und dann blende ich euch das irgendwann ein oder so. Aber ich glaube, Sassi hat auch selbst einen YouTube-Kanal. Vielleicht dreht sie auch ein Unboxing, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ich habe den Regalboden da wieder richtig hinbekommen. Richtig hinbekommen. Als hätte ich jetzt hier groß rumgebohrt oder so. Ich habe einfach nur nochmal die Schrauben feste gezogen. Und jetzt hält das. Ich habe es auch schon wieder vollgeräumt, wie ihr sehen könnt. Bisschen umgeräumt und ja, jetzt räume ich noch den Tisch frei, damit die Tischdecke mal in die Wäsche kommt und mache so ein bisschen Ordnung. Ich muss den Sirup noch da hochstellen und so. Und dann werde ich mich ins Wohnzimmer begeben. Ich bin so froh, dass meine Laune ein bisschen besser geworden ist. Gerade so das Telefonat mit Dina, das hat mir ganz gut getan. Und ja. Ich bin einfach froh, dass es mir ein bisschen besser geht als heute Morgen. Heute Morgen habe ich echt gedacht, Monique, leg dich wieder hin, der Tag ist gelaufen. Und das war es ja auch eigentlich erstmal. Aber ja, irgendwie geht es mir jetzt ein bisschen besser. Und das erfreut mich. Freunde, ich muss euch leider mal kurz den Mittelfinger zeigen. Der ist mir gerade abgebrochen. Hier ist der restliche Nagel. Es tat schweineweh, es tut immer noch weh. Ich habe da jetzt erstmal so ein bisschen mit dem Nagelknipser dran rumgeknipst, weil da echt so scharfe Kanten waren. Und werde mich jetzt noch eine Weile ärgern. Ja, und das heißt ja eigentlich, dass ich jetzt mal Nägel machen lassen müsste, aber ich verspüre nicht den Drang, in die Stadt zu wollen. Und ja, deswegen wird das vermutlich noch eine Weile so bleiben. Ich weiß, die sind eh mega rausgewachsen, aber nervt.
Ich glaube, ich habe nicht mal irgendwo ein Pflaster, weil wenn man da halt Druck drauf ausübt, dann tut es nicht ganz so weh. Ich würde da gerne ein Pflaster drum machen, damit ich weitermachen kann. Aber naja, ich bin mit dem Groben eigentlich soweit fertig. Ich wollte eigentlich nur noch die Couch zusammen machen und ja, passiert, ne? Ich habe jetzt soweit alles erledigt, was ich erledigen wollte. Und so langsam bekomme ich Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt mal ein Brot schmieren gehen. Und die Heizung werde ich mal wieder anmachen. Denn hier wird es irgendwie recht kalt drinne. Irgendwie geht bei der einen Heizung nur die eine Hälfte der Heizung. Und ich habe jetzt aber hier so ein... Wie heißen die Dinger denn? Heißen die Thermostat? Zeitgesteuerter Heizkörperregler. Hat Anja mir auf jeden Fall gegeben. Die hatte noch einen zu Hause. Das Ding ist auch digital. Juan hat mir das dran gemacht, aber es bringt nichts, wenn ich es höher stelle. Weil halt, wie gesagt, nicht die ganze Heizung heiß wird. Ich nehme mal an, dass die Heizungen entlüftet werden müssen. Ja, ich muss da mal meinen Papa fragen, ob der so ein Ding hat. Oder Juan wollte da irgendwie mal gucken und... Es ist auf jeden Fall tierisch nervig. Die Fenster sind auch nicht richtig dicht und dann sind, ich zeige euch das mal, hier halt so mega Löcher im Boden. Da auch. Und da kommt halt mega viel Kälte durch, ne? Und das ist mehr als nervig. Ich mache mir jetzt erstmal mein Brot. Ich habe das übrigens auf Band, ne?